Hey, ist das jetzt ein schöner Spaziergang von Fabienne? Ja, Roman, es war wirklich schön. Hoffentlich schimpft es Mami nicht, weil wir so lange vor waren. Meinst du, dass sie sind? Ja, aber es ist ja noch gar nicht dunkel. Schade. Wieso schade? Dann wär's doch noch viel schöner gewesen. Wieso meins? Weil's dann noch viel schöner gewesen wäre. Kommst du nicht nachher? Aha! du Roman? Darf ich dir etwas sagen? Natürlich. Du darfst mir doch alles sagen. Ist es etwa wieder ein Geheimnis? Ja, es ist eben wieder ein Geheimnis. Weiss, mit dir ist es eben überhaupt immer schön. Mit dir auch, Fabienne. Du, Fabienne. Ich will immer mit dir zusammenbleiben. Hey, das wär's doch! Aber was würden euch unsere Mamis dazu sagen? Aha. An das habe ich jetzt noch gar nicht gedacht. Das ist jetzt noch keiben blöd. Was ist blöd? Ja, eben das mit unseren Mamis. Wir müssen es ihnen halt mal in einem günstigen Augenblick sagen. Wenn sie ganz gut aufgelegt sind. Oh! Das ist aber bei meiner Mami noch keiben schwierig. Wieso? Ja, weil sie eben fast nie gut aufgelegt ist. Ja, ja nur. Sie können uns ja nicht gut gerade fressen. Nein, das können sie wirklich nicht gerade gut. Am besten ist, wenn wir es ihnen mal gemeinsam sagen. Ja, das ist eine gute Idee, Roman. Aber jetzt gehen wir, glaube ich, das erste Mal auf unsere Zimmer. Ja. Weiss, ich bin nämlich so ein bisschen müde geworden vom Spaziergang. Ja, ich auch vom Laufen. Und vom vielen Küssen. Also bei diesen zwei Rücken habe ich dein Wunder mit als ein Gewalt. Ja, ich meine, sie hat ja vom Verschärften bekommen. Verschärft? Was heisst jetzt das? Ja, das Verschärft heisst, dass das Severin den Trumpf von Frauen ein bisschen aufgepeppt hat. Aufgepeppt? Ja, ja. Was? Mit Eierschalen hat die Trecker den Eierschalen auch Trick gemacht. Was? Müsst ihr nur aufpassen, dass die Mutter nicht drauf kommt. Oh. Sonst wird der neue Strauf auch verschärft. Sag das nicht, Stefan. Sag das nicht. Herr Fischer, Sie sind da. Oh, Jesus, hätten wir einen Termin im Fitnessraum miteinander. Ich habe sie total vergessen. Ich will entschuldigen. Nicht so schlimm. Ich habe mich einfach selber ein bisschen beschäftigt. Auf dem Home-Trainer kann man ja, glaube ich, nicht so viel falsch machen, oder? Nein, nicht wirklich. Ausser, man verwünscht einmal bergauf den Hindernissen gehen. Frau Schumann, darf ich Ihnen als Entschädigung einen Drink anbieten? Da sage ich nicht nein. Was darf es sein? Einen Orangensaft, bitte. Für euch zwei denke ich auch gerade einen Orangensaft. Ja, eher weniger Orangensaft. Eher mehr Bier, hä? Das habe ich noch fast vermutet. Übrigens, Frau Schumann, haben Sie ein angenehmes Bad gehabt? Zum Wohl. Aha! Meinetwegen. Ja. Es ist dann plötzlich ein bisschen eng geworden im Bad. Ja, lustig. Aber nur so lange, bis die Eifersüchtig vorhin auftaucht ist. Dann ist dann alle Lustbarkeit von meinem Heublümen-Kavalier abgefallen. Oh. Das kann ich mir bildlich vorstellen. Ja, aber wie kann man so kleinlich sein? Das ist ja typisch Weiberfolk. Also uns kommt das nicht drauf an, weil du gesagt hast. Nein, nein. Auf eine Frau mehr oder weniger im Bad, dann kommt sie es gar nicht drauf an. Ich
lieber mehr als weniger. Das glaube ich Ihnen aufs Wort, Herr Professor. Prost. Mal. Prost. Apropos, Herr Badmeister. Du solltest ein bisschen besser auf Termin schauen. Sättige Kollisionen könnten bei der Mutter nicht gut tun. Ja, ich will mir Mühe geben. Wenn sie das nächste Mal im Bad sind, werde ich persönlich auf sie aufpassen. Und schauen, dass niemand schaut. Ich sage nur, einer besser als der andere. Also, ich muss schon sagen, es ist richtig schön und so familiär bei euch. Es war, glaube ich, noch eine gute Idee von Ihrer Mutter, das Pachtland vom Kanton zu künden und ein Wellnesshof zu eröffnen. Das scheint ja das Bombengeschäft zu werden. Da sind Sie, glaube ich, im Irrtum, Frau Schumann. Nicht die Mutter hat das Land gekündet, sondern der Kanton. Das müsste ich aber wissen. Die Papiere sind doch alle durch meine Hände gegangen. Was? So, durch Ihre Hände? Weil ich doch die Sekretärin vom Herrn Regierungsrat Alemann bin. Und das Ganze untersteht doch ihm. Also, das stimmt doch etwas nicht. Ich verstehe das Ganze zwar nicht so, aber ich glaube auch, dass etwas nicht stimmt. Sie sind sich ganz sicher, dass die Kündigung nicht vom Kanton ausgekommen ist? Die Kündigung ist eindeutig von ihrer Mutter gekommen. Es hat zumindest so ausgesehen. Die Mutter hat sicher nicht. So? Wieso das ganze Theater? Du meinst, wieso der ganze Schwindel? Wieso Schwindel? Weil doch Mutter das Land nie und nimmer gekündigt hat. Sind Sie ganz sicher? Das würde ja heissen. Ja, aber was passiert denn jetzt mit dem Land? Das würde mich jetzt schon interessieren. Also wahrscheinlich hat der Herr Regierungsrat Alemann sofort nach einem neuen Pächter-Ausschau gehalten. Und ich vermute, er ist noch einfündig geworden. Ganz genau. Aber wieso können Sie jetzt gerade auf das? Xandi, du bist noch viel gescheiter, wie das ich immer gemeint habe. Und weiter vermute ich, dass der Herr Alemann den neuen Pächter persönlich kennt. Natürlich, es ist doch sein Schwager. Was? Jetzt wird's hell. Ja. Darum haben wir das Laubmesser abgegeben. Und zwar auf eine ganz fiese Tour mit einer gefälschten Kündigung. He? Das würde ja heissen, Sie meinen, dass der Herr Regierungsrat, das wäre ja direkt... Ein Sauerei wäre das, jawohl. Und das schreit nach Rach. Ja. Sie sagen es, aber wie? Lass das nur der Herr Professor machen. Was hast du mit seinem Onkel? Das würde mich jetzt auch interessieren, Herr Professor. Alles zur rechten Zeit. He? Ich kann euch nur so viel sagen. Meine doch, ist dir etwa gar nicht süß? Oh. Da habe ich meine in ein Wespennest gestochen. Ja, allerdings. Und ich glaube, an diesem Stich von diesen Viecher hat jemand einen gewaltig zu kratzen. Hoffentlich hätten das für mich keine Konsequenzen. Auch für Sie doch nicht. Sie haben sich ja nichts schulden können. Hoffentlich. Ich würde nämlich ungern meinen Job verlieren. Danke für den Drink. Bitte. Ich brauche jetzt erst einmal eine Dusche. Adieu! Sternigkeit, das ist ein Gasser Wein! Das wäre eine für mich! Der Sauhopf von einem Regierungsrat! Der ist Stefan, da sieht man wieder einmal. Die grössten Hallungen hocken manchmal auf den höchsten Posten. He? Kennt man ja. Was heisst da manchmal? Du hast schon recht, da. Aber das behalten wir noch für uns, was da für ein Mist abgegangen ist. Ja. Ja, natürlich. Ich muss doch zuerst noch meine Rache ausüben. Apropos Mist. Das ist mir jetzt gerade noch eine gute Idee gekommen. Aber ich muss zuerst noch also ein paar Vorbereitungen treffen. Und zudem ist mir noch Sinn gekommen, ich sollte ja noch Fräulein Sabrina und Frau Braschmann behandeln, wenn mich die Herrschaften vielleicht entschuldigen würden. Was für ein richtiger Professor. Ich glaube bald, der glaubt bald selber. Das sind schon zwei Nummern. Die beleben das Geschäft erst so richtig.